Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ich mache heute selber ein Dijon-Senf. Und ihr wisst, er ist gar nicht so billig, wenn man ihn zu kaufen tut. Aber das kann man selber machen. Und das ist wirklich absolut kein Hexenwerk. Es ist so einfach und geht sehr, sehr schnell. Und so sieht dann aus unser Senf. Schaut, schön körnig. Und da könnt ihr selber einstellen, welche Konsistenz möchtet ihr haben. Etwas dünner oder genau so. Mir gefällt genau so in der Richtung. Nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Und der schmeckt so gut. Und außerdem kann man das nach Geschmack das anzupassen. Die kann man einfach aufs Brot machen und essen. So lecker ist das. Es knallt richtig auf den Zähne wie so eine kleine Bläschen platzen die beim Beißen auf. Ist wirklich sehr lecker. Probieren Sie. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich es gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Wir brauchen ungefähr so 100 Gramm Senfkörner und die müssen wir erstmal gut abwaschen. Einfach mit kaltem Wasser. Ich gehe jetzt einfach spicken und spüle den richtig so ein, zwei Mal durch. So, abgewaschen, einfach auf den Sieb geben. Und jetzt geben wir dazu 50 ml Bio-Apfelsaft und 50 ml Bio-Apfelessig. So, verrühren. Schließen wir es fest zu. Und stellen wir in den Kühlschrank mindestens für 2 Tage, dass die Körner sich richtig schön aufquellen. So, es sind jetzt 2 Tage vergangen und wir können jetzt weitermachen. Unsere Senfkörner haben fast alles aufgesaugt. So, geben wir jetzt das alles ins Töpfchen. Geben wir dazu 2 Teelöffel Zucker, 1/2 Teelöffel Salz und nochmal 20 ml Apfelessig. Und stellen wir das aufkochen. Wir müssen diese Senfkörner ungefähr so 2 Minuten so sprudel köcheln. So stellen wir auf den Herd und lassen wir es mal aufkochen. Und wenn es aufgekocht ist, ungefähr 2 Minuten noch köcheln lassen. So, fängt jetzt an zu köcheln. Und ab diesem Moment 2 Minuten. So, 2 Minuten sind jetzt rum. Jetzt geben wir noch 1 Esslöffel Honig dazu. Anrühren und einfach mal probieren. Wenn es euch jetzt zum Beispiel zu dick, kann man ganz bisschen Apfelsaft dazu geben. Sehr, sehr lecker. Schaut ihr, welche Konsistenz ist. Ich glaube, ich gebe so ungefähr 1 Esslöffel noch oder 2 Apfelsaft und koche kurz auf. Und dann kann ich schon von dem Herd abnehmen, dass es ein bisschen flüssiger wird. Wenn man auf die drauf beißt, die platzen auf die Zähne so wie so eine kleine Kugelchen. Kann Apfelsaft vor dem Honig dazu geben. Und ich finde, jetzt ist eine richtig gute Konsistenz. So, es kocht jetzt wieder mal auf. Und jetzt können wir Herd ausmachen und von dem Herd wegnehmen. So, wir werden jetzt so ungefähr so 3 Esslöffel weg an die Seite nehmen, dass wir diese Körnchen auch in unserer Senf noch haben. Und das restliche werde ich so etwas pürieren. Das reicht schon, weil wir möchten gerne eine körnige Senf haben. Das Rest jetzt, was wir an die Seite gelegt haben, geben wir wieder dazu, umrühren und das können wir in die Gläser füllen. Kann man noch kurz probieren.
Sehr lecker. Und jetzt in die sterilisierte, aber auch trockene Gläser abfüllen. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig. Haben wir uns ein Dior-Senf selber gemacht. Schaut, wie es aussieht. Und das ist jetzt zu servieren zum Fleisch, für Fisch oder manche Salate. Das ist so lecker. Und den Senf ist gar nicht so billig, wenn man ihn kauft. Und selber zu machen, das ist viel günstiger. Und außerdem wisst ihr, was sie alles da reingetan haben. Wenn es die Gläschen abkühlt, zudrehen und in die Kühlschrank stellen. Und solche Senf muss man nicht in große Vorräte zu machen, weil es geht wirklich sehr, sehr schnell. Einfach abends das anrühren, am zweiten Tag das verkochen, fertig. Wenn ihr was vorhabt, das ihr dafür braucht, könnt ihr es einfach in kleinere Menüs machen. Und dann habt ihr immer so schön frisch und aromatisch. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig, haben wir wieder uns was Neues gemacht und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, ob ihr solche Sachen auch macht, aber wenn nicht, vielleicht nachmacht und mir einen Kommentar hinterlässt, wie ist es euch gefallen, wie ist es euch geschmeckt. Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!